Ah ja, Das, Alex Malek. ist auch mit dabei. Hilft aber nichts. Wer noch mit dazukommen will, darf trotzdem die Hand nehmen. Hi Alex, schön, Hi dass du es noch Alex. geschafft hast. Es tut mir leid, ich habe irgendwie ein bisschen schlechtes Internet hier und bin nicht reingekommen. Aber jetzt bin ich da. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs hören. Ja, ist super Hervorragend. Ton. Moin zusammen. Okay. Wir sind gerade bei der Begrüßungsrunde und hatten überlegt, einfach den Tag zu reflektieren. Und ja, das letzte Mal hätten wir auch 4 Stunden sprechen können. Ich mache mir da keine Sorgen. Wir hatten uns da vorher auf LinkedIn schon abgestimmt. Aber ja. Ja, also ich hatte heute ja die Chance, alle Vorträge in meinem Track mitzuhören. Und was mir gut aufgefallen ist, ist diese New Meeting Experience, Anja. Der Vortrag war sehr gut, sehr angenehme Danke. Stimme, muss ich sagen. Und ja, da würde ich einfach mal in die Runde reinfragen, kriegen denn die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, sei es Kollegen oder Kunden, es eigentlich mit, was es da alles Neues gibt? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist tatsächlich bei meinen Kunden auch immer wieder ein Thema, dass ich denen versuche beizubringen, dass sie sich regelmäßig halt damit beschäftigen müssen und auch intern weiterentwickeln müssen und sich das immer wieder selber beibringen müssen. Und ich versuche dann in Unternehmen spezielle Rollen zu generieren und dafür zu besetzen, die das genau machen. Weil sonst hat man halt, also keine Ahnung, es ist mein Job, mich damit auseinanderzusetzen, ja. Und ich habe heute selber wieder was Neues dazu gelernt. Und das ist, ich glaube, so geht das hier allen im Gespräch. Und wie sollen es dann Kunden machen, dessen Kerngeschäft das gar nicht ist, ne? Und ich glaube, das ist utopisch, dass man das immer alles sofort mitbekommt. Aber man muss versuchen, selber so ein bisschen Schritt zu halten und als Unternehmen sich da halt Lösungen für zu suchen, die zum Unternehmen auch passen, damit man überhaupt eine Chance hat, also Updates mitzubekommen. Vielleicht nicht sofort in den nächsten Tag, aber halt doch so über die nächsten Monate und die auch vor allem in die ganze Art, wie man zusammenarbeiten möchte, einfließen lassen kann. So, wir Ich haben habe auch jetzt eine nicht gehabt. erhobene Hand. Alex, legen wir los. Der Thomas hat, ich habe ihn gebeten, ob er denn mal dazukommt. Der arbeitet ja jetzt bei einer Uni. Vielleicht kann er selber mal sagen, ob die Leute bei ihm auch dazu noch schon alles haben. Aber Alex, erstmal du. Sorry für die Unterbrechung. Nee, alles gut. Ich wollte nur kurz sagen, ich bin gerade auf so einem Champions-Workshop hier in Berlin beim Kunden, und wir sind gerade dabei, die Rollen zu verteilen, wo eben eine elementare Rolle auch ist, wer kümmert sich da eigentlich um die Updates und wer bespielt die eigentlich, damit überhaupt eine Chance darin besteht. Ich ja, sage hier in die Champions-Runde rein, ich sage übrigens Reply in Chat, ne? Also Antworten auf Chatnachrichten in der Teams-Desktop-App und alle so, wow, geht das? Ich sage, ja, seit letzter Woche sogar schon, aber du musst halt total am Ball bleiben, dass du das alles mitkriegst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir lernen, oder dass wir in den Unternehmen die Leute etablieren, damit das auch wirklich rausgetragen wird. Da muss ein Forum da sein, um das eben rauszubringen. Denn nicht alle sind so intrinsisch motiviert und kommen hierher und verbringen die Zeit hier den ganzen Tag. Und auch nicht Oder jeder können guckt das mein überhaupt? Update-Video oder meine Update-Videos, genau, sondern das muss angeliefert werden quasi, ne? Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt dabei. Guter Stichpunkt. Die Update-Videos habe ich bei uns im Team tatsächlich mit rein integriert. Also du bist sozusagen live in Show bei uns in den Key Users. Dankeschön. Oh, wie cool. Das ist eine Heute kam gute wieder eins Idee. raus. Da konnte ich mich Ja. noch inspirieren lassen heute, bevor mein Vortrag hatte. Ja, gut. Welche Namen kommen euch eigentlich so unter, wenn es um die Key User geht? Was meinst Also du mit wir, Namen? Ja, man, da das würde ich redet gerne ja mal von drauf Champions, Champion, Leuchttürme. Key-User, Genau, da würde ich gerne mal drauf antworten. Es gab einen wunderbaren Vortrag heute vor der Einführung bei Trumpf. Und wenn ihr meinen Bildschirm sehen könnt hier, das waren so die Hauptrollen. Könnt ihr das sehen hier, diese Future Ja. Workplace-Rollen? Genau, und das fand ich faszinierend. Also die UFOs sind die Gäste, da gibt es die Space Traveler, das ist so der Standard-User, und dann gibt es die Astronauten, die dürfen selber handeln, die kennen sich super halt aus, die helfen, die helfen sowohl den Standard-User als auch den Gästen und so weiter, kontrollieren aber auch die Gäste. Das heißt, wir sind dann im Bereich Governance. Und dann gibt es die Guardians und die optimieren die Arbeitsabläufe und haben Kontakt zum Captain, zum Manager und zu Skywalker, den halt Experten. Und die Skywalker, das sind die wirklich auch die Guardians dann halt trainieren, Informationen halt bereitstellen. Das fand ich ein ganz, ganz spannendes Zusammenspiel durch diese neuen Rollen, die wir hier sehen, die wir sonst noch gar nicht kannten. Und das ist ein bisschen komplexer, als ich es eigentlich vorher kannte. Macht aber für mich Sinn, dass wir diese Verbindung haben aus diesen Change Agents und dann den technischen, tiefergehenden Experten.
Es hat mir heute sehr, sehr gut gefallen, war auf jeden Fall morgen eines meiner Highlights. Und das könnte helfen hier bei dem Einführen und halb bekannt machen von diesen ganzen neuen Teams-Features. Ich habe heute echt schon Gutes gehört, gutes Feedback per Chat, WhatsApp, LinkedIn reingekommen, dass der Vortrag sensationell wohl gewesen sein soll. Für alle, die noch zuschauen, steht natürlich bald auf YouTube bereit, also kann man dann auch im Nachgang nochmal schauen. Thomas, erzähl doch bei euch noch, ihr habt also so eine Gruppe jetzt und da postet ihr den Alex seine Videos rein, ja? Also um genau zu sein, ich bin ja noch nicht so lang dabei, also vielleicht für all diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen, also jetzt Thomas Lorenz, bin jetzt seit Juli diesen Jahres bei der IU Internationale Hochschule wirklich für M365 verantwortlich. Und wir hatten, also was ich vorgefunden habe, ist schon ein Team rund um die Key-User gewesen. Also es gab tatsächlich schon die Definition der Key-User, aber vom Namen hatten wir die tatsächlich noch Key-User genannt. Und mit meiner Ansprechpartnerin jetzt aus der HR-Abteilung haben wir uns dann einen neuen Namen einfallen lassen. Also ab jetzt sind das bei uns dann auch die Collaboration Heroes. Das heißt, bei uns geht das alles ein bisschen in die Superhelden-Ecke. Ja. Okay. Genau. Weil ich mache das nämlich immer mit den Key, sondern zusammen. Ich frage die immer so, wie wollt ihr denn heißen? Dann sind immer alle so, was, wie? Ja, natürlich. Nee, wir sind gerade tatsächlich dabei, diese Community auch wieder zu beleben. Also, sage ich mal, es gab einige Initiativen, aber wie es halt so ist, so eine Community muss natürlich auch gehegt und gepflegt werden. Da muss man eine Menge auch investieren. Und ja, also wir haben jetzt ein bisschen aufgeräumt, das Ganze ist jetzt sehr schlank, wir haben ein Teams-Café als Kanal, wir haben ein SharePoint-Bistro und einfach einen Vorstellungskanal, This is Us, und wirklich in der Form haben wir jetzt relativ wenig, aber dafür auch zielgerichtete Anlaufpunkte, um sich vorzustellen, um Fragen zu stellen zu Teams oder zu SharePoint. Und jetzt wir, jetzt bei mir aus dem Team heraus oder auch aus der HR-Abteilung, liefert auch punktuell immer Tipps. Und eben, Alex, dein jeweils aktuelles Video ist dann eben genau im Teams-Café als Reiter dann auch immer mit integriert. Sehr cool. Kam heute Morgen übrigens raus für den September. Ja, ich habe es. Vielen Dank für den Hinweis. Muss ich noch Alex aktualisieren. automatisieren, ne? Genau. Mit Zapier. Einfach wenn neues Video, dann ist es. So, das ist ein bisschen Fall für so ein Mr. Power Magic. Ich will ich mal morgen wieder. einspannen. Ja, vielleicht müsste Alex auch so eine App von sich einfach machen, die man dann einmal einbauen kann. Und dann kann er immer das Video automatisch reinladen. Nein, das irgendwann wird das ja auch passé sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir kurz und knackig die Sachen rüberbringen. Und am Ende ist es aber so, ich sage das immer meinen Champions oder wie auch immer sie ihn jetzt nennen wollt, ihr müsst am besten auch eigenen Content machen, weil einfach fremden Content reinnehmen, finde ich, ist schwierig. Es ist einfach cooler für die User, wenn sie von den eigenen Leuten was sehen, aus der eigenen Firma. Und da muss man denen auch den Mut geben. Wir haben ja die Videomaster und wie sie alle heißen, die halt tatsächlich mit Loom oder, ich weiß nicht, Microsoft, dieses neue Tool, was sie da jetzt gekauft haben, ich habe den Namen vergessen, wo du eigene Videos quasi erstellen kannst. Und wenn du ein Teams-Meeting mit dir selber machst und das aufnimmst mit Screenshare, aber dass sie halt selber Sachen zeigen, weil das einfach ehrlicher ist. Du musst authentischer sein, so diese nicht, aber diese Videos von extern, und Microsoft macht ja auch viele Videos, die sie online stellen, die sind ja alle ganz nett, aber es ist nicht so cool zu gucken, wie von eigenen, also aus der eigenen Company gemachte Videos. Ne? Ja. Und das wäre ja nochmal so ein Thema, Thomas da auch nochmal zu motivieren. Damit kann man auch immer noch mal ein bisschen mehr Engagementrate kriegen, also noch mehr Interaktivität. Definitiv. Und wir haben eine ganze Menge vor. Und das ist mir schon gerade bei der Frage von der Andrea Hauch, die fragt, es gibt es einen Tipp, wenn sich keine Key-User finden lassen? Und da wäre meine Empfehlung, ich bin auf eure gespannt, meine Empfehlung ist, Andrea, schau mal nach, wer im Unternehmen immer offen ist für Neues. Also Menschen, die wirklich halt Lust haben an Veränderungen, die dauernd diese Brand New Toys halt suchen. Und diese Menschen sind meistens auch offen hier für so Teams, Change-Themen und neue Teams-Möglichkeiten. Also wer ist immer gerne vorne dabei, das wären so gute Kandidaten. Aber was wäre so eure Antwort auf Andreas' Frage? Ich habe zwei Tipps. Der erste ist eigentlich universell, egal ob man Key-User findet oder nicht findet, ist, gebt ihnen Zeit, Key-User zu sein. Also viele Leute melden sich nicht, weil sie Angst haben, dass das einfach auf ihre Arbeitszeit noch oben drauf kommt und nicht, dass sie dafür zusätzlich Zeit haben. Also ihnen Zeit freigeben, um diese Rolle ausfüllen zu können. Das hilft schon mal, dass sich überhaupt Leute viel eher freiwillig melden. Und wenn sich dann wirklich gar keiner meldet, ist nominieren lassen. Also wenn man anonym
nominieren lässt, dann kann man als Change Manager, als Teams-Einführer, als wie immer man auch ist, kann man diese Leute ansprechen und kann sagen, hey, 20 Leute haben gesagt, du wärst ein guter Kandidat, hast du nicht Lust? Und dann reagieren die... Ja, wirklich, aber auf so eine direkte Empfehlung, da fühlen sich Leute mit geschmeichelt und dann nehmen sie das wieder an, weil dann denken sie auch überhaupt mal drüber nach. Manche Leute kommen gar nicht auf den Gedanken, dass sie ein guter Key-User wären, obwohl sie einfach alle Voraussetzungen erfüllen. Ich habe vielleicht auch noch zwei Tipps ganz schnell. Das eine ist, wir machen ja immer eine Umfrage, weil, also zumindest im Moment ist es ja so, dass nicht mehr das Thema ist, wir führen jetzt Teams neu ein, sondern im Moment ist es ja mehr aufräumen. Wir müssen ja erstmal nachholen, was alles durch die Pandemie passiert ist. Das heißt, wir machen immer eine Umfrage bei den Usern. Ne? Neben den Analysedaten aus Teams ziehen wir halt auch, machen wir eine Umfrage bei den Usern, so, wo steht ihr eigentlich, wo ist euer Thema, was fehlt euch und so weiter. Und da kommt dann nämlich irgendwann immer die Frage, wollt ihr Schulungen haben, wollt ihr fortgeschrittene Schulungen haben, habt ihr vielleicht Anwendungsfälle für Teams? Und die letzte Frage, also es sind viele Fragen, aber eine dann auch, wollt ihr vielleicht auch Champion sein? Ja, und ich habe gerade im Chat gelesen, Key-User ist dann schon ein schwieriges Wort, Champion ist immer ein Gewinnerteam, ja, also das motiviert schon mal. Und zweiter Tipp an der Stelle wäre vielleicht noch über die Führungskräfte zu gehen. Wir machen immer Führungskräfteschulungen, weil die müssen quasi vorher ja nochmal erstmal alle abgeholt werden, was wir eigentlich vorhaben mit dem ganzen Projekt, also kriegen die vorab, werden die entsprechend geschult und da versuchen wir auch immer zu teasern und zu sagen, hey, habt ihr nicht Leute bei euch im Team, wo ihr sagt, das Kriterium, was du als Champion haben musst, das würde da bei denen gut reinpassen, weil die eben vielleicht immer vorne mit dabei sind, immer neugierig sind auf Sachen, das wissen die Führungskräfte ja im Grunde ganz gut. Und so kriegen wir die Leute, die dann vorgeschlagen werden, um dann zu fragen, ey, hast du nicht Lust mitzumachen? Das sind so unsere zwei Wege, wie wir eigentlich immer ganz gut ans Ziel kommen. Führungskräfte zu schulen, finde ich generell super smart, vorab zu machen, weil dann realisieren sie erst, wie dringend Key-User, Champions und so weiter sind. Ganz oft wird ihnen das dann erst bewusst, wenn sie das selber einmal durchlaufen haben, was Teams alles kann und was dahinter steckt. Deswegen total gut, also dass wir das auch so machen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich will es einfach mal sagen, dass das auch mal klar ist. Ne? Was ich auch mache, ist C-Level, also Geschäftsführung, ne? Die schnappe ich mir immer einzeln. Immer im 1-zu-1-Gespräch, weil du im 1-zu-1-Gespräch mit dem Geschäftsführer ganz andere Antworten bekommst, als wenn eine andere Person noch dabei sitzt. Und wenn es ein anderer Geschäftsführer ist, du kriegst nicht die Antworten, die du hören willst. Du musst wirklich raushören, stehen die zu dem Projekt, stehen die dahin? Was ist ihre ehrliche Meinung? Und das sagen sie dir nur, wenn du mit denen alleine bist. Muss ich ehrlich so sagen, das geht anders nicht. Und dann kannst du sie aber auch inspirieren. Dann kannst du ihnen halt auch sagen, ja, okay, ich habe deine Meinung verstanden, aber pass auf, nach außen hin oder... Wie müssen wir intern damit umgehen? Das kriegst du nur in einem 1-zu-1-Gespräch hin. Und auch Führungskräfteschulungen mache ich in ganz kleinen Runden. Also 1-zu-1 geht nicht, das ist zu aufwendig. Aber wirklich nur so 5-6 Leute nach Möglichkeit, dass du auch intim mal ein bisschen reden kannst über die Thema. Weil du musst die Führungskräfte völlig klar haben damit, was das bedeutet. Ich kann keinem User erklären, wir wollen weniger E-Mails schreiben, wenn die Führungskraft dann sagt, ja gut, aber ich ja nicht. Ja, also ich muss weiter E-Mails schreiben. Das geht nicht, dann kannst du aufhören mit dem Projekt. Das ist tot, das klappt nicht. Und das ist mir so wichtig und das kriegst du nur hin, wenn du vorher die richtig einordest, bevor du quasi an die User rangehst. Ja. Sorry, da brenne ich für, deswegen. Ja, ich bin total auf deiner Seite. Ich kann alles so, wie du es sagst, 100% unterschreiben. Wie sieht es bei euch aus mit der Einführung von Teams bei den Assistenten der Führungskräfte? Macht ihr auch eigene Workshops oder... Weil die sind natürlich auch massiv einflussreich. Ich kenne sogar auch Key-User, können die her benennen. Ja. Ja, also Alex, willst du zuerst? Nee, ich habe gerade schon. Mach du mal. Okay, ja, finde ich auch total spannend. Also als Key-User sehe ich die auch ganz oft. Aber ich finde es immer ganz gut, sich Assistenten und Assistentinnen nochmal zusätzlich zu greifen und denen nochmal eine andere intensives Training zu geben. Ja, also ich mache auch mit meinen Key-Usern ein intensives Training, aber so eine Leute in so einer Verantwortungsposition, die haben einfach nochmal woanders den Schmerz sitzen und die fragen dann halt, also oft sind die ja auch Ansprechpersonen für ihre Vorgesetzten. Das heißt, ich versuche denen schon ein bisschen mehr Wissen an die Hand zu geben, dass die einfach zur Not da auch schon mal helfen können und den einen Kniff mehr kennen als andere. Also die Assistentin oder Assistent und Assistentin ist ein ganz wichtiges Thema. Da zucke ich auch immer, weil da geht nämlich eine ganze Menge in beide Richtungen. Das kann also richtig nach hinten losgehen oder nach vorne. Und da musst du wirklich aufpassen, weil das ist natürlich, die sind ganz eng dran. Und was
ich glaube, sie sind immer gut organisiert, also zumindest auf die, die ich treffe. Die sind immer besser organisiert als andere, woran auch immer das jetzt liegt. Das heißt, du musst, und das ist genau richtig, Anja, du musst da ganz anders in so eine Schulung rein. Da kannst du nicht so eine Standardschulung runterrattern, sondern die musst du dir wirklich greifen und gucken, wo ist euer Schmerz. Meistens haben die schon ganz viel selber ausprobiert und sind schon irgendwie im Thema drin. Und das ist wirklich so eine ganz spezielle Gruppe an Menschen, die dann großen Impact nachher auch auf den Erfolg des Projektes haben, je nachdem, wie groß halt die Organisation auch ist, müssen wir jetzt fairerweise sagen, ne? Ja, ist bei 50 einer Mannbude was anderes als bei 500 oder 5000. Ja. So, wir haben noch eine Frage. Ich blende die mal auf die Bühne ein. Und zwar hat der Matthias gefragt, wie wir das denn machen, weil er hat StreamYammer und Sway abgeschaltet wegen der DSGVO. Gibt es da irgendwelche Neuerungen? Ich habe gehört, irgendwie wird einiges jetzt auch in Europa gehostet. Hat da jemand belastbare Aussagen von euch? Zu Sway weiß ich nichts, aber Yammer und Stream liegen ja in der Europäischen Union. Das heißt also, ja. Also hier wüsste ich jetzt nicht, warum es nicht gehen sollte. Bei Sway müsste ich nachgucken, aber Yammer liegt seit über einem Jahr oder seit einem Jahr in der Europäischen Union. Sway ist leider noch in den USA, deswegen benutzen wir es auch nicht. Okay. Alles klar, habe ich mal als beantwortet. Matthias, wenn du auf die Bühne willst, ne, Hand heben, immer gut. Ja, dann noch auch nochmal hier Storytelling in Perfektion bei Trumpf. Ich muss mir den Vortrag unbedingt anhören, ja. Genau, was haben wir denn noch? Transkriptionen werden nicht gespeichert, soweit bei Microsoft gelesen habe. Sway liegt in den USA. Ja gut, also ich habe auch immer gehört, dass Yammer einfach nicht benutzt wird, weil es in den USA noch liegt. Da ich war ja mal. Eine weitere Information ist ja auch schon ziemlich alt jetzt dann. Okay, naja. Ja. Ich bin schon seit langer, langer Zeit in EU, also mindestens seit 4 Jahren schon, ja. Die Frage ist, glaube ich, wie alt der Tenant auch ist. Also es kann sein, dass es in den USA noch angelegt ist. Ich weiß auch nicht im Kopf, ob es automatisch migriert nach Europa oder ob man sich darum kümmern muss. Das weiß ich wiederum. Microsoft bietet keinen automatischen Migrationsdienst an. Das heißt also, wenn man einen alten Tenant hat, dann liegt er weiter in den USA. Aber alle frischen, neuen angelegten Tenants sind in den Rechtszentren Dublin und Amsterdam. Aber Migrationsdienst hat Microsoft nicht im Angebot. So, dann hat hier noch jemand Frage, hat sich Microsoft zum Privacy Shield Richtlinien committed? Hat da jemand von euch irgendwie Infos? Ragnar weiß alles darüber, da ich sehe schon. Einen sehr, sehr ausführlichen Blogpost, den kann ich mal halt einschieben. Der kommt von Brad Smith persönlich. Genau, ich würde sagen, ich klicke einfach gleich mal in ein paar Sekunden den Blogpost von Brad Smith in den Chat. Christian, wenn wir jetzt anfangen, über Datenschutz zu diskutieren, dann sitzen wir hier übermorgen noch und sind auch kein Deut weiter. Das ist ein ganz schwieriges Thema, Leute. Das tut mir leid. In Deutschland, ja. Ich blende nur die Fragen der Zuschauer ein, Alex. Ich sage es ja auch an die Zuschauer, meinetwegen. Das ist halt. Genau, deshalb finde ich mich jagen, dann bin ich nämlich weg. Ja. Ich schicke mal die Antwort komprimiert in den Chat rein. Lass uns gucken, wie wir User Adoption, wie wir das Thema nach vorne kriegen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ne? Und ihr habt da heute einen großen Beitrag wieder zugeleistet, Christian, dass ihr diese Community habt, dass ihr das aufbaut, kostenlos mit anbietet, natürlich mit Sponsorenunterstützung. Also an der Stelle auch nochmal ein ganz schönes Dankeschön an euch und an dich. So eine Orga ist auch nicht so ganz einfach zu machen. Das ist wirklich gut. Guck mal, wie die herziehen und die Daumen und die klatschen hier. Das ist ja toll. Das sieht ja super aus. Ja. Das muss auch mal weitergeben, auch an meine Mitarbeiter, an den Flo und an die Michaela. Die Michaela organisiert jetzt alle, dann Xaver, der so für die technische Unterstützung dasteht. Also da ist ein ganzes Team dahinter. Dann Facebook-Werbung, E-Mails, also können Sie euch nicht vorstellen. Ja. Ich habe eine Frage, damit wir nochmal kurz zum Thema zurückkommen. Hier soll ja nicht schon die Abkündigung sein. Wie sieht es denn bei euch mit Viva und Co. aus? Ne? Employee Experience hat Microsoft jetzt rausgehauen irgendwie. Vorher hieß es irgendwie noch Resilienz. Wie ist denn euer Statement dazu? Ist das eine Nische? Ist das ein ganz großes Thema? Welche Kunden betrifft das überhaupt? Anja, wie ist das bei euch? Wie ist da deine Meinung zu dem Thema? Also, ich finde das ziemlich gut. Also ich finde, Resilienz ist ein Riesenthema, gerade wenn wir verstärkt remote arbeiten. Da gibt es ja jetzt so beginnende Studien, die auf die zusätzliche Belastung, die damit einhergeht und was es mit dem Menschen macht, wenn er Menschen nur noch digital sieht und so, fängt es ja jetzt langsam erste Studien dazu, die sagen, dass das ja schon was mit uns macht. Und deswegen finde ich das ein super wichtiges Thema und ich finde das gut, dass Microsoft so früh damit ansetzt. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich glaube,
wir haben vor allem in Deutschland wieder damit ein Problem, das zu erkennen und das anzuerkennen, weil wenn ich habe halt so einen Change-Folien-Satz, den ich, wenn ich in Unternehmen reinkomme, erstmal so ins allgemeine Verständnis aufbaue und den vor Führungskräften halte, und eine der Folien ist Emotionen bestimmen das Verhalten von Menschen. Und alleine, wenn ich diesen Satz auf einer Folie präsentiere, geht immer so ein Raunen durch die Menge. Und dann denke ich mir so, doch, es ist so. Bitte, bitte lasst uns endlich an diesen Punkt kommen, wo das einfach normal wird, dass das so ist und dass wir das verstehen und dass wir uns dann auch dazu weiterentwickeln, dass einfach alles, was damit zusammenhängt, ein Thema für uns wird, ja. Und dass wir das nicht so weglachen mit, ach, Menschen sind doch Maschinen, Menschen haben keine Emotionen. Ich würde mich total freuen, wenn das endlich mal aufhört und wir das akzeptieren, dass es was mit uns macht. Und ich finde das gut. Ob jetzt Microsoft die perfekte Lösung Stand heute hat, weiß ich nicht. Aber sie haben den ersten Schritt schon sehr früh dahin gemacht. Und ich glaube, wenn wir eine ähnliche Entwicklung bei Viva haben, wie wir das mit Teams haben, dann passiert da noch super viel. Ich glaube, es ist auch ein Lizenzthema, ja. Ich kenne es ja, wenn die Leute jetzt bei uns dann irgendwie ein paar Cent ausgeben sollen für unser Tool, und da wird ja schon gejammert, richtig gejammert, und jetzt, also du musst ja 3x4 Euro ausgeben, ja, das sind halt 12 Euro, das ist mir teurer als die Teams-Lizenz, und bei uns, ich will jetzt nicht sagen jammern, aber es ist durchaus eine Diskussion bei 10 Cent pro User, kommen auf, ja, ob man es nicht für 9 Cent haben kann. Und dann nochmal 12 Euro auszugeben, ja, natürlich, Topics kann viel mehr als unsere Tools, aber vielleicht wird es ja noch günstiger, vielleicht wird es ja alles zusammengeschrinkt auf 4 Dollar. Ich denke, das wäre eine gute Sache. Aber wenn man jetzt dann nochmal, sagen wir mal, man nimmt 2 aus 3, nochmal 8 Dollar ausgeben soll im Monat, also ist halt die Frage. Also ich denke, ist auf jeden Fall ein gut investiertes Geld, seine Mitarbeiter weiterzubilden und da auch im Endeffekt dieses Insights mit reinzubringen. Aber ich glaube, die meisten würden einfach sagen, ist zu teuer, oder? Na gut, aber das war ja mit Teams ähnlich, oder? Am Anfang haben alle gesagt, warum brauche ich denn Teams? Ich habe doch E-Mails. Und jetzt auf einmal, 4 bis 5 Jahre später, haben wir eine Team-Summit, die sich nur um dieses Tool dreht, ja? Also vielleicht brauchen wir dann einfach noch ein bisschen Zeit. Teams war so ein bisschen mit dabei, oder? Oder habe ich, also viele hatten ja E3 und dann gab es ja auch noch Teams kostenlos eine Zeit lang. Ja, okay. Ja, also, und natürlich mussten sie es machen, weil Slack war da und jetzt wurde Slack auch noch gekauft und jetzt kommt da, ne, da hier Boxkampf und so. Aber also dieses Viva ist also cool, aber es ist halt, also wenn man es halt voll nutzen will, dann müsste man schon zumindest mal 8 Dollar ausgeben. Ich will noch mal etwas anderes geben, Christian, weil ich komme gar nicht häufig an den Punkt, dass überhaupt die Frage nach dem Geld gestellt wird, sondern eigentlich kommen wir eher an den Punkt, dass wir fragen oder die User dann sagen, ja, weißt du was, das ist so ein Information Overload über alles drüber. Ja, also wir reden ja nicht davon, dass Menschen seit 10 Jahren Teams nutzen und jetzt endlich die nächste Entwicklungsstufe suchen, die wir 20 Jahre Outlook haben und froh sind, dass wir jetzt endlich Teams haben, ja, oder die vielleicht vor 6, 7 Jahren schon mit Slack angefangen haben, können jetzt halt mit Teams arbeiten, weil wir in Outlook halt fit sind und merken, dass das ist nicht mehr so geil, weil vor 20 Jahren war das cool, da konntest du eine E-Mail schreiben, musstest du keinen Fax und keinen Brief schreiben und nicht anrufen. Da hast du halt 3 E-Mails am Tag gekriegt. Das haben wir jetzt nicht mehr und wir müssen dann die nächste Entwicklungsstufe nehmen. Nur jetzt schon, in so einem frühen Stadium, wo ich immer noch dabei bin, Menschen überhaupt erstmal Teams zu erklären, kommen wir mit Sachen um die Ecke, wo ich sage, ich habe das Gefühl oder die Sorge, dass das zu viel wird. Wir müssen auch Tools wegnehmen dafür, wenn wir welche da reinschmeißen. Ja? Und ich weiß halt nicht, was willst du, also das ist halt in jedem Unternehmen auch individuell, aber ich habe das Gefühl, es wird einfach so, es wird schwierig werden, glaube ich, so alle mitzunehmen. Entweder ist es zu früh, wir sind noch vor der Welle, oder aber es fällt mir selber schwer, Ragnar, wie viel Zeit bringe ich damit auf, nur mich um Updates, um Teams zu kümmern, was da alles neu kommt. Nur Teams. Ich sage ja immer, es kann keinen Office 365-Spezialisten geben. Sorry, ihr könnt ja in den Chat geben, wenn ihr mich jetzt bashen wollt, aber das geht eigentlich gar nicht, weil das ist so viel, das ist unmöglich. Das ist unglaublich. Das kann nicht sein. Ja. Und jetzt kommen noch mehr Sachen. Wenn du es auch noch testen willst, nimm doch mal einfach die Sache, Microsoft Teams Rooms, alle Neuigkeiten zu behalten, die Roadmap zu kennen und die Sachen mal zu testen. Weil du willst ja nicht nur Folien vorlesen können, sondern du willst ja auch mal die ganzen Teams Rooms Neuigkeiten mal testen. Und das ist so krass zeitintensiv. Ja, und deswegen, und jetzt guck mal auf den normalen End-User, der dann, weiß ich nicht, der da
ich sehe das halt problematisch. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir das Thema mal ein bisschen verlangsamen könnten, dass wir erstmal aufräumen können. Leute, eine ganz große Sorge, die ich habe, jetzt gerade bei den Kunden, wo ich jetzt hier sitze, ne, die haben seit anderthalb Jahren Teams. Da macht jetzt eine Userin ihr Teams-Team auf, also ihr Teams auf und zeigt mir ihre Teams. Und die hat, ich weiß nicht, 50 Teams da drin. Und ich sage, ey, was hast du 50 Teams da drin? Wie arbeitest du denn da drin? Ja, Nachhaltigkeit gibt es dann in drei verschiedenen Teams. Sag ich, das klappt doch so nicht. Und ich habe halt Angst, dass die Leute irgendwann sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr darauf. Mhm. Ja, und irgendwann in 5 Jahren sagen, weißt du noch, damals, als wir die Pandemie hatten, da haben wir was mit Teams gemacht. Und das ist dann tot, ja, weil sie alle wieder in alte Muster zurückfallen. Wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen. Und deswegen wäre halt so mein Thema, wie geht ihr damit um? Wie schaffen wir es, dieser ganzen Sache noch Herr zu werden? In der richtigen Zeit. Ja, ich glaube, wir sind auch in so einer Gabelposition. Ne? Also ich merke das schon, dass meine Kunden an mich den Anspruch haben, dass ich im Prinzip alles weiß. Logisch, weil die bezahlen mich ja dafür, dass ich alles weiß. Und auch alle Neuigkeiten kenne. Und auch wenn sie die gar nicht einführen, heißt es trotzdem, dass sie an mich die Erwartung haben, dass ich das kenne. Also das heißt, ich sehe nicht den Punkt, an dem wir die Entwicklung verlangsamen oder sowas können. Aber ich sehe das halt ähnlich, wie wir die Durchsetzung von Teams in Deutschland haben. Ich glaube, wir sind jetzt ganz, ganz am Anfang, dass es halt auf dem Markt ist, Viva, ja. Dass das sich überhaupt anfängt durchzusetzen, da sehe ich uns nicht in 2 bis 3 Jahren. Also ich glaube, das braucht einfach wesentlich mehr Zeit, weil wir halt jetzt noch, ne, in dieser Teams-Aufräumphase sind, wie du es gesagt hast. Ich glaube, damit verbringen wir noch sehr viel Zeit. Und bei Agravis vorhin gab es einen sehr schönen Vortrag, einen sehr schönen Slide, wo sie gezeigt haben, dass sie erst mit der Outlook-Migration angefangen haben, dann die Teams-Einführung gemacht haben, dann haben sie immer separat weitere Tools hinzugefügt und das Stück für Stück gemacht, um ihre Anwender auch nicht zu überfordern. Und ich glaube, Viva ist einfach nur ein weiteres Tool auf diesem Weg und da muss jedes Unternehmen individuell schauen, wann komme ich denn da an? Wir haben noch eine Meldung aus dem Publikum. Thomas, wenn du noch was sagen willst, sonst würde ich mal den Matthias auf die Bühne lassen. Ciao, schön, dass du dabei warst. Vielleicht hat Matthias ja auch noch von United Internet dazu was zu sagen, direkt aus dem Feld sozusagen, ja. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob meine Kamera funktioniert. Ich glaube eher nicht. Der Ton geht. Ich habe zu viele Geräte hier, definitiv. Ja, sorry, das hat leider nicht mit der Kamera funktioniert. ich wollte der Anja beipflichten wegen den Emotionen. Und ich würde gerne noch 2 Emotionen nennen. Und zwar das eine ist Hass. Und zwar aus der Linux-Gemeinde. Oder sagen wir, vielleicht ist Abneigung vielleicht eher das Wort, was richtig passen würde. Denn dort ist es die Sache die, wir haben ein Fünftel Linux-User in der Company, viele Entwickler, viele Sysadmins und die wollen kein Microsoft. Ja, das ist halt mal so. Aber kommen die drum rum? Teams ist doch auch für Linux verfügbar. Ja, allerdings hat die Linux-Variante natürlich ja ein paar Einschränkungen. Ne? Die sind ja nicht kompatibel und deckungsgleich mit dem, was wir bei Windows machen können. Und das heißt, ich habe das auch schon gehabt in Situationen, dass so Linux-Leute dann so widerwillig dazu aufgrund von Konzernvorgaben dazu gezwungen wurden, es mit einzusetzen. Aber auch nicht den vollen Umfang hatten. Das heißt, bei ihnen gingen immer Sachen nicht, was halt den Hass nicht geringer gemacht hat. Also ich kann das schon verstehen, was Matthias sagt. Ich hatte noch nie Linux-User, also bis auf 1 und 1 da schon. Aber sei glücklich. Das ist ein hartes Brot. Also ich hatte das auch noch nie offen. Ich habe ja selber einen Mac, da hast du die gleichen Funktionen, oder ich würde mal sagen 99,9% von denen, was du auf Windows hast, konnten noch keinen Unterschied feststellen, außer dass das Schließen-Button oben links ist. Ja. Ragnar, du hast das bestimmt. Es gibt ja die neue Übersicht, die gibt es seit einem Jahr, eine Übersicht in den Docs, meine ich. Ich weiß nicht, ob du die schnell findest. Ich finde sie jetzt nicht, weil ich jetzt hier auch eingeschränkt bin, aber sonst gehen wir sie später nochmal rein. Da hast du den Parity-Vergleich zwischen Apple, Linux und Windows. Ja. Da ist ja mal von den MVPs dran gearbeitet worden, weil Microsoft mal gefragt hat, wo sind eigentlich die Unterschiede? Da haben die MVPs dann auf Kommando nicht die Unterschiede dargestellt. Habe ich mehr gesehen, ja. Genau, sonst muss ich gerne mal gucken, ob ich es finde, ja. Vorhin hatten wir eine Umfrage, um dieses Thema Adoption vielleicht nochmal aufzugreifen. Das ist ja heute wohl der Kernpunkt unseres Expert-Circles. Vorhin war eine Umfrage zwecks den Benachrichtigungen in Teams, dass man die ja auch jetzt in Windows und Mac reinbringen kann und
glaube, es war sehr schön formuliert. Hast du die Benachrichtigungen ausgeschalten? Ja, Komma, ich habe noch ein Leben und nein. Ja. Und es waren sehr, sehr viele auch mit Nein. Also zum Beispiel bei mir, ich habe wirklich, wenn ich arbeiten möchte, einfach die Benachrichtigungen aus. Am Handy ist sowieso lautlos. Wie handhabt denn ihr das? Und gibt ihr da auch Empfehlungen beim Kunden ab, wie man damit umzugehen hat? Weil wenn man wirklich, sage ich mal, in einer höheren Position im Unternehmen ist, da will ja jeder was von einem. Da kommt man, also dann verstehe ich auch dieses Argument, man kommt nicht mehr zum Arbeiten, weil die ganze Zeit was reinflattert. Vielleicht da nochmal in die offene Runde. Naja gut, das ist immer ein Thema der Selbstorganisation auch, ne, muss ich fairerweise sagen. Also wenn du natürlich getriebener der Tools bist, dann finde ich es schon schwierig. Aber ich kenne natürlich das Problem, ich kann es ja absolut nachvollziehen, wenn du auf mehreren Kanälen unterwegs bist, dich dann auch wirklich selbst so zu organisieren, dass du sagst, okay, ich mache halt die Teams-Nachrichten dann und dann. Ich glaube, da gibt es dann eher das Problem der Erwartungshaltung. Wann kriege ich eigentlich eine Antwort? Also das haben wir ganz häufig in den ganzen Diskussionen immer. Welche Erwartungshaltung an Reaktionszeiten haben wir eigentlich? Ne, kennt ihr das noch vor 20 Jahren? Ja, der ein oder andere dürfte es hier noch kennen. Ne, da bist du rein, hast eine E-Mail geschrieben, bist einen Raum weitergegangen, hast gesagt, du, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, hast du schon gesehen? Ja, und so heute ist das denn so, ich habe dir eine Teams-Nachricht, hast du schon gesehen? Aber auch seit anderthalb Jahren nicht mehr, weil gehst ja nicht einen Raum weiter, geht ja nicht mehr in der Pandemie. Aber also, das sind natürlich die Sachen, die wir jetzt irgendwie dabei haben. Und da müssen wir halt über Reaktionszeiten sprechen. Das ist ein ganz großes Thema immer bei diesen Workshops, die wir haben, dass wir in der Gruppe diskutieren wollen, auf welche Reaktionszeiten einigen wir uns denn eigentlich. Ja, und danach musst du dich dann sicherlich ein bisschen orientieren. Ansonsten, ja, in den Führungskräften ist es eh immer schwierig. Die kriegen so viel reingeknallt, da musst du halt gut organisiert sein. Also ich kann da gar keine richtige Antwort jetzt drauf geben. Das ist einfach so mein Insights. Diese Festlegung, was hast du an Erwartungshaltung, das muss schon mal klar sein. Und häufig wird das gar nicht ausgesprochen. Der eine glaubt halt, wenn er eine Teams-Nachricht schreibt, dass der andere sofort antwortet. Noch schlimmer, du hast ja sogar gesehen, dass es da ist. Ne? Kannst ja die Benachrichtigung sehen. Hast du es doch gesehen, warum antwortest du denn nicht? So, hallo? Ja. Weil ich jetzt keine Zeit habe. Ich antworte dann schon, wenn es passt. Ne? Und das, wenn man da mal drüber gesprochen hat, ich glaube, das hilft dann schon ganz gut. Und es rutscht schnell auf die Beziehungsebene. Ne? Wir kennen ja alle so diese vier Ohren von der Schulz von Thun. Und so, sag mal, ich kann auch sehen, dass du es gelesen hast, seit 4 Stunden keine Antwort drauf. Magst du mich nicht mehr? Ja. Sowas. Also, ich habe in meinen ganzen Schulungen eigentlich immer mit drin und auch in den ganzen Key-User-Betreuungen, ich erzähle denen wirklich, ich weiß nicht wie oft, also mehr als 7 Mal, dass ein Team-Chat immer asynchron ist. Also er beginnt immer asynchron und er kann synchron werden. Aber das heißt, ich versuche den Leuten auch beizubringen, da ging auch mal irgendwie ein LinkedIn-Post von mir viral zu, obwohl ich nur das erzählt habe, was Luise Frese vor mir schon gesagt hatte. Und zwar, ich versuche in meiner Nachricht an eine Person immer schon, hallo, Komma, ich möchte gerne Folgendes von dir, kannst du dies tun? Also eine vollständige Frage, auf die der Mensch mit der anderen, wo alle Parameter mit drin sind, die mit denen er mir antworten kann. Und schicke dann erst die Nachricht ab. Und ich mache nicht erst hallo, warte, bis jemand irgendwann antwortet und gebe dann die Nachricht, sondern ich gebe immer schon alle Informationen mit, ja. Und ich liebe es. Das versuche ich Leuten einfach beizubringen, weil zusammen mit diesem, es ist asynchron und ich gebe dir alle Informationen und irgendwann bekomme ich eine Antwort, dann ist ja alles gut. Und wenn mal wirklich jemand irgendwie gar nicht antworten kann in Teams oder so, ich meine, er kann sich immer noch offline verstecken, die Möglichkeit haben wir, er kann immer noch eine Nachricht einblenden lassen, dass er heute irgendwie super im Stress ist und deswegen nicht antwortet, ja. Es gibt, das versuche ich auch immer allen Leuten dran zu erinnern, es gibt Telefone, wenn wirklich, also Teams-Telefon. Ja, es gibt die Möglichkeit, jemanden direkt anzurufen, wenn etwas brennt. Da muss man das nicht im Chat schreiben, sondern man kann dann zur Not einfach jemanden anrufen. Das vergessen viele Menschen irgendwie mittlerweile total. Die schreiben dann im Teams, schreiben irgendwie eine Mail, aber denken nicht dran, dass sie einfach mal anrufen klicken können. Ich habe jetzt in den Chat das reingeschrieben, ak.ms/nohello. Das ist die Policy, die ich auch habe. Ich kann es gar nicht leiden, wenn mir jemand schreibt Hallo und dann 5 Stunden lang gar nichts schreibt. Naja. No. Könnt ihr gerne so in eure Teams-Status mit reinpacken, die No-Hello-Etikette. Ja. Klingt ein bisschen unfreundlich, aber es ist extrem sinnvoll. Seitdem kriege ich keine No-Hello, keine Hallo-Nachricht mehr. Ja, vor allem man sagt ja Hallo oder Moin oder was immer man so sagt. Man sagt halt nur danach, was man außerdem noch sagen will. Und dann hatte ich mal irgendjemanden, der mir gesagt hat, ja, was machst du denn, wenn du einfach nur mal jemandem so Hallo sagst? Dann sage ich,
das genau so. Dann sage ich, hey, hast du Bock, nachher irgendwie auf einen Kaffee zu telefonieren oder so, ja? Also irgendwie sowas, damit der weiß, dass es einfach nur um einen Schnack geht und nicht einfach nur so, ja? Oh ja, hast du mal 5 Minuten, ja. Ja, auch ein wir haben da noch viel Arbeit zu leisten. Wir haben das bei uns aber auch nicht definiert. Keine Ahnung, ich antworte auf Teams, wenn ich antworten möchte. Also das ist wie für mich eine E-Mail, die hat Zeit. Wenn jemand was dringend will, dann ruft er an. Ja, genau das. Oh, und vielleicht noch ein wichtiger Tipp ist, sich Benachrichtigungen einfach mal konfigurieren, ne? Persönlich einstellen. Ich habe das eigentlich in jedem Teams-Team, in dem ich drin bin, individuell eingestellt, wann ich über was benachrichtigt werden will und wann ich eine Meldung kriegen will. Mhm. Auch das ist eine sinnvolle Sache, glaube ich, die viel zu wenig Menschen machen. Ja, weil sie es auch häufig nicht wissen, wie es geht. Ne? Das ist jetzt auch so ja. Das Problem. Ne? Problem der versteckten Funktionen in Teams. Wo findest du jetzt eigentlich was? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Was ich mich interessieren würde, noch mal ganz kurz, hier das Thema Chat und Beiträge, haben wir immer die Frage, wann schreibe ich eigentlich eine Chatnachricht und wann schreibe ich eine Beitragsnachricht? Ne? Also ich habe zwar meine Meinung dazu, aber Ragnar, wann schreibst du denn was in Chat und wann in den Beitrag? Ich schreibe nur Chatnachrichten, wenn es für das Team nicht relevant ist. Also wenn es wirklich nur eine Sache ist, die für einen einzigen Menschen wichtig ist, dann schreibe ich das. Also das ist ganz genau, wie ich bei WhatsApp schreiben würde, WhatsApp private Nachricht oder in die ganze Gruppe. Das ist das gleiche Thema. Es gibt aber ja auch Projekte, die angelegt werden mit Gruppen, die auch die gleiche Gruppe nochmal als Chat haben. Habe ich schon von gehört, ja. Mhm. Machen auch einige. Kann ich nur von abraten. Das so zu machen. Also halt klar, es gibt Gruppenchats. Ich finde Gruppenchats auch total sinnvoll. Ne? Es gibt immer wieder Szenarien, wo du mit Menschen kommunizierst, wo aber vielleicht kein Teams für sinnvoll ist, also kein Teams-Team für sinnvoll ist. Dann ist ein Gruppenchat sinnvoll. Okay, dann schreibst du auch in einen Gruppenchat rein. Aber wenn ich projektbezogen arbeite, also irgendwie, sodass ich einen Teamsraum habe, dann nutze ich den als Stelle für meine Kommunikation. Denn ich versuche, Leuten auch immer zu sagen, wann legt ihr denn überhaupt ein Teams-Team an, ja? Und eins der zentralen Parameter dafür, wann man ein Teams-Team anlegt, ist, wenn man eine zentrale Gruppenkommunikation haben will. Und die dann mit einem Gruppenchat ad absurdum zu führen, das ist nicht sinnvoll. Was ich mal ganz spannend finde, was ich mal sage, denn das kann sich ja durchaus ergeben, dass du sowas brauchst, ne? Ich sag mal, Ragnar, Hybrid Work Tour, Microsoft, ja, da gibt es ein Teams-Team natürlich zur Planung und dann gibt es aber natürlich auch einen Chat mit der gleichen Gruppe. Und warum gibt es das dann? Weil du vielleicht Informationen teilen möchtest, die eine gewisse Geschwindigkeit auch haben müssen. Das heißt also, wenn du etwas hast, wie zum Beispiel, ey, treffen wir uns morgen zu früh zum Frühstücken eigentlich, seid ihr denn überhaupt schon geduscht auf der Hybrid Work Tour oder nicht, dann will ich das ja nicht als Beitragsnachricht in einem Teams-Kanal schreiben. Das hat da eigentlich gar nichts verloren, weil übermorgen ist diese Information ja nutzlos. Die interessiert mich ja gar nicht mehr. Also ich versuche eigentlich immer dahin zu gehen, zu sagen, okay, hat die einen Projektbezug, hat die eine Nachhaltigkeit? Ja, dann brauche ich sie in dem Projekt drin. Ist es eine Information, die darum geht, treffen wir uns eigentlich morgen im ersten OG oder im zweiten OG, dann ist das nichts, was ich in eine Beitragsnachricht rein will. Das versaut auch meinen Beitragsverlauf, ja, weil da Informationen drin stehen, die ich gar nicht da drin haben will. Und so versuche ich eigentlich immer klar zu machen, das zu trennen. Ich meine, es ist natürlich so, das ist besser zu machen da, wo User schon affiner mit dem Umgang von Teams und Beiträgen sind, also generell in der Nutzung. Das würde ich auch nicht gleich am Anfang machen, weil es verwirrt halt sehr. Und du hast natürlich die Thematik, dadurch, dass du überhaupt jetzt Gruppenchats mit extern machen kannst, das ging ja vorher gar nicht. Ja, da konntest du ja immer nur mit einem externen chatten. Jetzt kannst du ja wirklich, wie in WhatsApp, mehrere externe auch in deinen Gruppenchat packen. Dadurch entsteht das Problem natürlich einfach noch mehr, wenn du eben mit vielen externen arbeitest. Und das müsst ihr klar haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo immer wieder User verzweifeln, zumindest die, die ich sehe, die sagen, wann schreibe ich eigentlich eine Chatnachricht und wann gehe ich in den Beitrag rein? Ne? Und es hat drei Vorteile, Alex. Vorteil 1 ist, wir mussten nicht dauernd die Tenants switchen, sondern wir hatten einen einzigen Chat. Vorteil 2 war wirklich halt Schnelligkeit. Vorteil 3 war, wir brauchten kein WhatsApp in der ganzen Tour. Und Vorteil 4 war, wir waren fast jeden Tag geduscht, jedenfalls. Das ist ein sehr wichtiges Feature. Richtigster Vorteil. Ja, also bei mir ist so, ich bin schon froh, wenn die Leute überhaupt was in diesen Channel reinposten. Und also vielleicht sind wir dann noch nicht so weit im Unternehmen, aber also ich bin froh, wenn die Leute eben was kundtun öffentlich. Und wenn ich, also das auf einer Hybrid-Work-Tour, ja, wo, keine Ahnung, 50 MVPs mitfahren, kann man sowas machen, aber also ich würde das nicht tun, weil dann überlegen die Leute links oder rechts. Die Antwort ist, dann lasse ich's. Ja, also dann lieber alles da rein, dann ist es zumindest schon mal, dann, also vielleicht sind wir dann erst in der Adoption-Phase Nummer 1, unser Team. Ich bin froh, wenn jemand einfach was teilt.
Das Schlimmste ist dann, wenn sie anfangen, dann noch E-Mails zu schreiben. Dann hast du's, ja. Genau. Passiert auch noch, ja. Also aber dieses E-Mail, das existiert noch, ja. Also. Natürlich. Der Trend ist ja schon groß. Also wenn ich an diese Studie denke von Swoop Analytics, die sagen, sie haben irgendwie Tausende von Teams-Kunden untersucht und irgendwie 78% oder 80% nutzen halt wirklich Chats. Also das heißt, also das ist also ja. die Nutzung von Kanälen, von Unterhaltungen und Kanälen ist extrem niedriger als die Nutzung von Chats. Das heißt, ich glaube, und Chat ist wirklich auch aus Archivierungssicht und aus Compliance-Sicht einfach noch schlechter als E-Mail. Also wenn ich mir gucke, was Exchange online bietet im Bereich Datenschutz und Security und Compliance, ist Chat dagegen grausam. Das heißt, ich mache eigentlich schon einen Rückschritt. Klar, es ist halt schneller, das wissen wir alle, aber es ist nicht so. Ich glaube, es kommt darauf an, woher du kommst. Ich bin jetzt hier in der neuen User Group in Nürnberg, so Teams, Roundtable, und da kam ich hin und da war ich der Neue. Und das waren alles, ich sag mal, Telefonierer. Das heißt, kommen alle von Skype for Business mit Telefon, Telefonanlagen, Telefonie, Chat. Dann habe ich angefangen, über Teams Governance zu sprechen. Ich glaube, die wussten gar nicht, über was ich spreche, weil die nutzen das noch gar nicht. Ja, die kommen viele von den ganzen Usern, die kommen aus der Telefonie-Ecke und probieren jetzt Videochat aus, Meetings und Chat. Und die haben dieses Teams-Ding noch nie gesehen. Also das war für mich wieder auch ein Learning, wo ich sage, da ist noch so viel Arbeit zu tun, weil die wissen noch, die wissen noch gar nicht, dass das existiert, und diese Problematik gibt es einfach nicht. Ja, Alex? Ich muss noch eins eben reinschmeißen, und zwar der Angelo hat was geschrieben, und ich bin froh, dass wir uns beim Vornamen nennen. Der Angelo schreibt nämlich, hat jemand eine Kommunikationsmatrix aufgestellt? Wann nutze ich Mail, wann Teams-Chat, wann Teams-Beitrag, wann Telefon? Leute, ein ganz wichtiges Thema dabei, ich ergänze das nochmal, Angelo, um Tool-Matrix, gar nicht Kommunikationsmatrix, sondern Tool-Matrix. Hi, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Tool-Matrix, denn es geht darum, dass die Leute lernen müssen, wann mache ich eigentlich was wo. Also da gehört natürlich dann am Ende auch die Kommunikation zu, aber ich erweitere das halt auch, ne? Weil wir haben immer wieder konkurrierende Systeme im Haus. Ne? Wenn die dann noch ein Intranet haben, dann geht es ja schon los. Wo posten wir denn jetzt was eigentlich hin? Die Ankündigung der Geschäftsführer, ist das jetzt in dem Teams-Team oder ist das im SharePoint, im Intranet? Wo finde ich nachher was und wo benutze ich was? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir halt mehrere Optionen, aber das haben wir ja meistens, mehrere Optionen, irgendwo was loszulassen, und die Leute flippen aus, weil sie sagen, ich weiß nicht mehr, wo du es mir geschrieben hast. Du hast es mir geschrieben, aber ich finde es einfach auch nicht mehr wieder. Und das in so eine Tool-Matrix zu packen, Angelo. Macht ihr sowas? Bis jetzt nicht. Wir haben es Kommunikationsmatrix genannt. Das wird wohl genau das Thema sein. Punkt ist, wir haben 365 eingeführt. Dann haben wir vor einem Jahr, vor Corona, noch unsere Base eingeführt, also das Intranet auf SharePoint-Basis. Und da haben wir von ganz oben herab einfach auch mal diktiert und gesagt, pass auf, alles Relevante, Wichtige wird da gepostet. Da gibt es Infos aus der Geschäftsleitung, aus Personal, aus der IT. Und die schönen Sachen kommen immer aus dem Vertrieb. Das Projekt. Dann haben wir Teams Chat, Teams Beitragsbereich. Wir haben Mail, Telefonie, und wir sind Mittelständler mit ungefähr 100 Technikern, die unterwegs sind und Installation machen, die dann auch ihre eigenen WhatsApp-Gruppen bilden. Das ist das, wo wir eigentlich noch kein Verbot aussprechen, sondern eher überzeugen wollen, nutzt dann wenigstens Teams. Auch der freie Mitarbeiter kann sich ja umsonst bei Microsoft anmelden. Da kommt dieses Thema Hass und Linux dann noch zum Tragen. Warum soll ich bei Microsoft anmelden? Das sagen dann Leute, die auf Nachfrage bestätigen, ja, ich bin bei Facebook und bei dem angemeldet, weigern sich aber bei Microsoft, sich anzumelden. Das sind die Dinge, mit denen wir kämpfen, und selbst aus dem Managementbereich. Also ich bin direkt mit in der Geschäftsleitung, auch unsere Vorstände sagen, aber manchmal weiß ich echt nicht, wo ich dran bin. Ich kriege die Info das dort drüben, und deswegen überlegen wir mal, eine Matrix zu machen, in der wir sagen, pass auf, relevante Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind, müssen auf der Base gepostet sein. Das gibt es jetzt schon. Wenn eine Aktion verlangt wird, wird es unterstützt durch eine Mail, in der einfach noch drinsteht, bitte letzten Base-Post beachten, weil wir erleben, dass die einfach nicht gelesen werden. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, ich gucke da wochenlang nicht rein, ich bin auf Montage. Witzigerweise lehnen sie aber die Mails. Das ist kein größerer Aufwand. Und das finde ich interessant. Ich vermute, fast alle kämpfen mit dem gleichen Thema gerade. Das erlebe ich auch in anderen Seminaren, in denen man ist, in denen auch gerade Führungskräfte klagen. Die Leute, die früher eben an die 100 Mails pro Tag hatten, jetzt sind es vielleicht 50 Tage gekommen, aber
90 Chats und nochmal 30 Beiträge, weil sie eben noch in 5 oder 10 Teamsgruppen drin sind. Ja, da also, wollte ich nur mal fragen, ob es schon jemand gibt, der sowas mal angesetzt und gesagt hat, nee, ganz klar, wir empfehlen, bestimmte Dinge per Mail zu machen, bestimmte Dinge per Chat, bestimmte per Beitrag. Und gut, dauerhaft ist bei uns, gibt es ein Mitarbeiterhandbuch. Das heißt, wir sammeln diese Posts ab und zu mal ein und packen die in ein Handbuch, damit jemand, der mal in einem Jahr erst zu uns kommt, oder die laufenden Neuzugänge, das auch da nachschlagen können an der Stelle. So. Also ich mache das mit sorry, Anja, aber ich kriege hier ja schon 1 Million Messages von meinen Mitarbeitern, dass es schon 16.02 Uhr ist. Und wir den Expert Circle wie letztes Mal leider schon beenden müssen. Ach, nächstes Mal sind wir wieder online, ja. Weil ich mache jetzt noch die Verabschiedung und jeder muss noch ein Video machen und hier noch kundtun, was er davon hält. Ich danke euch allen, auch für alle, die jetzt noch mit zugeschaltet haben. Also Anja, auch vielen Dank. Es gibt natürlich ein bisschen Mut, da auf die Bühne auch zu kommen. Wir sind ja auch nicht nur 2, 3 Leute, sondern über 100. Vielen Dank, Alex, dass du es geschafft hast. Vielen Dank, Ragnar, Anja. Es war sensationell wieder. Ja.